Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Vortrag State of the Frickel, 5 Jahre Freifunk in Karlsruhe. Wir, das sind Herbert oder Simon, der seit fast dem Beginn von Freifunk Karlsruhe dabei ist und das Ganze am Laufen hält, und ich, Jules, der mittlerweile seit 2 Jahren das Ganze mit betreibt. Genau, dann. Genau, dann kommen wir erstmal auch zu unseren Präsentationssegmenten. Wir hatten jetzt schon, wer sind wir? Als allererstes gibt es dann auch noch was von uns, ein bisschen was Idealistisches. Was ist Freifunk? Wie stellen wir uns Freifunk vor? Und wie ist Freifunk in Karlsruhe gerade? Wir haben eine recht lange Sektion darüber, was wir die letzten 1,5 Jahre gemacht haben, was wir so gebaut haben, über was man so reden kann. Wir geben ein bisschen Ausblick darüber, was haben wir vor. Und zum Schluss gibt es ein bisschen, wie man sich einbringen kann, wo es noch hakt, wo wir Community-Arbeit brauchen, wo wir vielleicht ein paar neue Mitstreiter suchen. Und wir ziehen auch so ein bisschen ein Urteil darüber, wie die letzten 1,5 Jahre Arbeit gelaufen sind. Genau, was ist Freifunk für uns? Genau, also Freifunk hat ja so ein paar Grundsätze, die, denke ich, auch von den meisten Communities geteilt werden. Das ist erstmal eine lange Liste von Adjektiven, die wir aber genauso als unsere Grundsätze ansehen. Also wir wollen ein freies, offenes, unzensiertes Netz bauen. Wir wollen, dass es gemeinschaftlich betrieben wird, und legen vor allem auch großen Wert darauf, dass das Ganze lokal betrieben wird und auch lokal vernetzt ist. Ja, dabei geht es halt hauptsächlich um die sogenannte Mesh-Funktion. Also Freifunk besteht ja aus vielen Knoten, die durch die Betreiber aufgestellt werden. Und wir wollen eben nicht nur, dass wir ein gemeinsames Backend haben, sondern eben, dass diese Knoten sich auch lokal vernetzen und die daraus resultierenden Eigenschaften das Netz verbessern. Genau, wir wollen das Ganze dezentrales und vor allem auch nicht kommerziell. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, wir möchten, dass Freifunk für alle zugänglich ist. Und damit meine ich wirklich halt für alle. Das heißt so, ja, finanziell, aber auch eben freiheitlich, genau. Genau, dann kommen wir dazu, wie soll Freifunk für uns sein? In allererster Linie, es soll ein Premium-Netz sein, das heißt, Premium in dem Sinne von, es soll einfach zu benutzen sein, es muss irgendwie keine bescheuerten Splash-Pages geben, weg damit, es muss schnell und performant sein, es soll eine geringe Latenz haben, sodass das Surfen darüber auch Spaß macht, es soll keine Einschränkungen geben darüber, was man aufrufen kann, irgendwelche Geolocations, irgendwelche Webfilter davor, alles weg damit. Ganz einfach, es soll die Wahlheimat, die man hat, im Internet haben, weil es einfach ein gutes Netz ist, mit einem guten Backbone, mit guten Routern, mit einem guten Peering, wie das halt so sein soll. Genau, jetzt habt ihr unsere Vorstellung von Freifunk schon mal ein bisschen aufgezeichnet bekommen, und jetzt kann man mal fragen, wie ist Freifunk bei uns? Also was ist der State momentan? Und zwar, was man erstmal festhalten kann, ist, dass Freifunk im Prinzip zumindest bei uns in der Community momentan eher eine Art Hotspot-Kultur ist. Das heißt, wir haben viele einzelne Knoten, die eben von verschiedenen Betreibern aufgestellt werden. Diese sogenannten Meshes, also das lokale Vernetzen der Knoten, das kommt bei uns zumindest fast nur als eine geplante Installation vor. Also wenn jetzt ein Betreiber eben mehrere Freifunk-Knoten aufstellen will, um eben eine breite Abdeckung zu haben, dann wird eben dieser Mesh-Ansatz schon mal genutzt als Kabelersatz, wenn es halt einfach einfacher ist oder wenn man eben keine Möglichkeit hat, Kabel zu verlegen. Aber so diese Grundidee, die ein bisschen hinter Freifunk stand, war eher in die Richtung von Fensterbank zu Fensterbank. Also dass ich als Betreiber jetzt einen Knoten aufstelle und mein Nachbar. Diese beiden Knoten verbinden sich dann, dadurch das Ganze dezentraler. Und wenn jetzt einer von den Internetanschlüssen ausfällt, hinter denen die Freifunk-Knoten stehen, dann funktioniert es halt trotzdem weiter. Genau, darüber hinaus ist ja auch bei Freifunk die Idee, dass es jetzt nicht nur um das Zugangsnetz geht, sondern eben auch um Dienste. Also es ist durchaus gewünscht, dass eben auch lokal Dienste in diesem Netz bereitgestellt werden. Das ist auch nicht wirklich der Fall. Bei uns ist momentan der Zustand so, dass diese Dienste halt eher aus unserer eigenen Co-Location kommen und weniger durch die Endnutzer an sich bereitgestellt werden. Genau. Natürlich, wie kommen wir jetzt zu unserer Vision. Unsere Vision ist ein bisschen, Freifunk ein wenig weiter zu entwickeln, weg von der Hotspot-Kultur hin zu einem bewusst Wireless, in Klammern Community ISP. Wir haben mittlerweile auch ein Vorbild für das, was wir machen wollen, gefunden. Das ist NYC Mesh, das ist das Mesh-Netzwerk, das in New York gerade entsteht. Was ist die Vision dahinter? Im Grunde geht es darum, ein Richtfunk-Backbone aufzubauen, um damit schlecht oder eben nicht versorgte Bereiche zu erschließen. Es ist selbst zum Beispiel so, dass man hier in der Karlsruhe, mitten in der Innenstadt, wo unser Hackerspace ist, gibt es schlechtes DSL. Und wenn man damit Richtfunk hin könnte, wäre das quasi einer der ersten
Möglichkeiten, die sofort sagen würde, ja geil, schnelles Internet über Richtfunk, oder eben auch zum Beispiel in Kleingartensiedlungen reingehen, wo es eben überhaupt keine Telefonanschlüsse gibt, wo man sonst keinen anderen Netzzugang hat, eben weg vom VPN hin dazu, auch eben die letzte Meile zu übernehmen, und so den Access, den man letztendlich ins Internet hat, auch zu demokratisieren, das heißt, in die Community wieder zurückzutragen, die volle Kontrolle über das Netz, das man hat, zu übernehmen. Und das Ganze soll natürlich auch hochwertig sein, bedeutet mit einer hohen Bandbreite, niedriger Latenz, mit ordentlicher Hardware und keine Frickelscheiße. Und das Ganze soll natürlich dann auch noch lokal sein, das heißt, es soll hier in Karlsruhe entstehen und wir arbeiten nicht daran, das irgendwie jetzt bundesweit aufbauen zu wollen, weil das funktioniert, glaube ich, auch nicht, weil so entsteht keine Community-Arbeit. Genau. Gleichzeitig wollen wir natürlich weiterhin die grundlegenden Werte, die für uns halt Freifunk bedeuten, die wir vorhin vorgestellt haben, auch an dieser Stelle weiterverfolgen. Also gerade eben, dass das ganze gemeinschaftliches Netz ist, gemeinschaftlich betrieben wird. Neutrales Netz, nicht und kommerziell. So weiter. Genau. Eben kein Ersatz für bestehende Provider, sondern eben eine Alternative, die frei ist und die einem die Wahl lässt, damit zu machen, wo man auch technische Expertise lernen kann dabei. Was haben wir gemacht? Genau, zuerst mal der etwas langweilige Teil vielleicht, so Statistiken, einfach mal, dass man eine Idee hat für die Größenordnung, über die wir momentan so reden, also was unser Netz momentan ausmacht. So, die Statistiken sind jetzt nicht super aufschlussreich oder beziehungsweise nicht sehr vielfältig, warum, da werden wir später nochmal drauf eingehen, aber dass man mal so eine grobe Idee hat, wir haben ungefähr 450 Knoten hier in Karlsruhe selbst, die so gleichzeitig online sind. So über unser Backbone werden aber ungefähr weitere 600 Knoten anderer Communities mitversorgt. Man hat sich da ein bisschen zusammengeschlossen, um eben die Ressourcen zu bündeln. Und das ist immer noch besser, als wenn die anderen Communities dann langsam vor sich hin sterben. Ungefähr 200 Terabyte Traffic im Monat haben wir von und zu unseren Upstreams, die wir benutzen. Und der Peak liegt ungefähr 1500 Clients, die gleichzeitig das Netz benutzen zur Hochphase. Genau, wir betreiben selbst dafür drei Gateways, die das Freifunknetz versorgen, zwei Core-Router in unserem Backbone und haben insgesamt im Prinzip vier Upstream-Provider. Auf die genauere Struktur davon gehen wir später nochmal ein, wenn es ein bisschen technischer wird. Genau, als wichtige Kennzahl für die Freifunker sind wir bei einem Loss von ungefähr 5.700 Euro im Freifunk-Ranking. Genau, jetzt gehen wir weiter. Eine typische Woche bei uns sieht ungefähr so aus. Also man sieht, man hat so eine Grundlast von 500 Clients und je nach Tageszeit und Wochentag sieht man da die entsprechenden Ausschläge. Ja, 1500 Clients. Ja, genau. Genau. Dann auch herzlich willkommen im Verein zur Förderung freier Netze in der Region Mittlerer Oberrhein. Das ist ein Vereinsname, der könnte auch euer Passwort sein. Oder die Abkürzung davon. Oder die Abkürzung VZFFNRMO. Erreicht uns auch unter der E-Mail-Adresse herbert@vzffnrmo.de oder jules@vzffnrmo.de. Kurz und prägnant halt. Genau. Wir haben den letztendlich gegründet. Wir Freifunk Karlsruhe hat früher dem Freifunk Rheinland angehört und wir fühlen uns auch noch so ein ganz kleines bisschen zugehörig zu dem ganzen Rahmen des Freifunk Rheinlands. Wir benutzen tatsächlich auch noch teilweise Freifunk Rheinland Upstream. Aber wir haben eben versucht, hier in der Region einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, eben um unsere Projekte durchzuführen. Aber viel wichtiger ist das, was dann wir mit diesem Verein gemacht haben, nämlich Domänen. Mache das Batman dir Probleme, hilft dir nur noch die Domäne. Und ist diese auch mal voll, überleg dir vorher, wo man sie spalten soll. Genau, worum geht's? Erstmal ein bisschen zu der technischen Grundlage von Freifunk. Wir benutzen die Batman-Technologie. Das ist ein Layer-2-Meshing-Protokoll. Also was heißt das? Ganz vereinfacht ausgedruckt ist das Freifunknetz im Prinzip, oder sag mal, die Knoten im Freifunknetz kann man sich vorstellen wie Bestandteile eines virtuellen verteilten Switches. So. Gut, das ist jetzt ein bisschen hässlich, kann man sich fragen, warum macht man das so? Der Grund ist, wir wollen halt explizit ein Layer-2-Netzwerk haben, damit die Clients eben zwischen verschiedenen Knoten roamen können. So. Und wenn ich jetzt mehrere Access Points habe, die einfach auf dem gleichen Layer-2-Netz aussetzen, dann kriegt man das quasi geschenkt. Und wenn man jetzt durch die Stadt läuft, von einem Freifunk-Knoten zum nächsten, bleiben die Verbindungen eben bestehen und es funktioniert einfach weiter. Es gibt da auch Ansätze für Layer 3, die sind aber deutlich aufwendiger und werden deshalb momentan noch nicht so im Mainstream verfolgt. Genau, das Problem bei dieser Lösung ist eben, dass dieses Batman-Protokoll, was ja so einen verteilten Switch implementiert, halt eben einiges an Management-Traffic verursacht. Also jeder Knoten muss ja immer wissen oder zumindest eine Idee davon haben, wo ist jetzt ein Client im Netz positioniert, wie kommen jetzt die Pakete an den richtigen Ort oder zum richtigen Knoten.
Und genau, dafür gibt es diesen Management-Traffic, der sich die Informationen im Netz überträgt. Und die Menge dieses Traffics, die wächst halt einfach mit der Größe des Netzes zunehmend an. Ja, exponentiell an. Also das ist unschön, wenn man den hat. Deswegen gibt es seit Gluon 2018 eins. Gluon ist die Freifunk-Firmware, auf die wir hier in Karlsruhe setzen. Das Multidomain-Feature. Das Multidomain-Feature sorgt dafür, dass der User in der Firmware verschiedene Auswahlmöglichkeiten für verschiedene Layer 2, also tatsächlich verschiedene Batman-Domänen hat. Man kann auf der Knotenebene entscheiden und es ist nicht mehr nötig, quasi eine Freifunk-Ortenau-Firmware, eine Freifunk-Karlsruhe-West, eine Freifunk-Karlsruhe-Ost, eine Freifunk-Karlsruhe-Durlach-Firmware zu machen, sondern das ist alles eine Firmware und dementsprechend harmonisiert. Natürlich fragt man sich, wie sieht das im Backend aus? Im Grunde sind mehrere getrennte Freifunknetze, die man dann auch bauen kann, eben getrennte Layer-2-Domänen mit getrennten Layer-2-Wolken. Das heißt, technisch ist es auf dem Server dann immer eine eigene, sagen wir mal, Batman Bridge, die da existiert, und man muss auch dann dafür Teile der Infrastruktur der Pro-Domäne auf einmal bauen. Das heißt, man braucht mehrere VPN-Einwahlpunkte, man braucht mehrmals den RAD-VD, man braucht mehr als DHCP, man braucht auch dann genug Pool-Platz im DHCP. Und bei uns hat es dann so etwa 2 Iterationen gedauert, bis wir da auch eine gute Lösung gefunden haben. Vielleicht erstmal zum ersten Versuch. Genau, also am ersten Versuch haben wir halt eine klare Zuordnung gemacht zwischen den Domänen, die ein Nutzer jetzt in der Firmware auswählen kann, also sei es zum Beispiel, was ich Karlsruhe West oder Durlach, und im Prinzip dem Backend dahinter. Also auf unserem Server hieß dann im Prinzip das entsprechende Interface Bridge Ortenau, also BRORT. Gut, das kann man erstmal halt so machen. Das heißt, wir haben die direkte Zuordnung von einer technischen Domäne im Backend zu eben einer lokalen Domäne, die sich halt auf irgendein Gebiet bezieht. Und insgesamt gab es halt nur eine relativ geringe Auswahl von Domänen. Also wir hatten, was weiß ich, so 10 Stück, eben, was schon gefallen ist, Karlsruhe West, Ost, Durlach und so weiter. So, und das heißt, gerade wenn man jetzt so ein bisschen ins Umland geht, ist dann vielleicht auch nicht ganz klar, welcher Ort gehört jetzt halt zu welcher Domäne. Ja, und das ist eben alles relativ grob eingeteilt. Dadurch wird man halt relativ unflexibel. Das haben wir dann im zweiten Ansatz verbessert. Und weiterer Fehler, sage ich mal, der uns bei dem ersten Ansatz unterlaufen ist, ist, dass wir unsere bis dahin bestehende Infrastruktur halt genommen haben und diese Domainstruktur so ein bisschen retrofittet haben. Das heißt, einerseits mussten die Gateways halt weiterlaufen mit den Knoten, die halt noch nichts von diesem Konzept wussten. Und dann haben wir da eben immer weiter dran gedengelt, sage ich mal, bis man mehrere Domains hatte und es irgendwie halbwegs lief. Es wurde aber schnell unübersichtlich, weil man immer noch die Fälle hatte, wo das alte Setup einfach 1:1 noch funktionieren muss. Genau, und dann das haben wir eine Zeit lang angeguckt, ein bisschen ausprobiert und dann entschieden, nee, das ist jetzt noch nicht die gute Lösung und sind dann zur zweiten Variante gekommen. Aber vorher vielleicht erstmal, release keine Firmware, von der du weißt, dass sie dein Backbone zerreißt. Agiere stattdessen mit Bedacht. Ein neues Backbone entsteht nicht über Nacht. Ja, es waren dann 4-5 Wochen, die es dann gebraucht hat. Aber wir haben letztendlich alles von Grund auf neu gemacht. Wir haben eine klare Trennung zwischen technischer und örtlicher Domäne vorgenommen. Das heißt, es gibt im Stadtbezirk tatsächlich Stadtbezirke, die du dann in der Firmware auswählen kannst. Karlsruhe-Oststadt, Weststadt, Nordstadt, Südstadt, Südweststadt, you name it. Das finden dann die Leute auch tatsächlich in der Firmware und sie suchen das auch selbstständig aus. Wohingegen wir die Erfahrung gemacht haben, wenn die Leute fragen, Karlsruhe Ost, bin ich da noch drin, wenn ich in der Südstadt bin? Wir sagen dann hinterher ja, aber der User weiß es nicht. Deswegen haben wir da Sachen gewählt, die die Leute kennen, nämlich ihre Postleitzahl, ihren Ort oder halt ihren Stadtbezirk. Intern mappen wir das dann auf 19 plus 1 plus 1 plus x technische Domänen im Backend. Die Änderungen, die es dann passiert zwischen technischer Domäne und örtlicher Domäne, die passiert per Firmware-Update. Das heißt, wir haben da keinen Mechanismus, um da irgendwie Konfiguration live im Knoten umzuschreiben. Wir sind aber auch der Meinung, das braucht es gar nicht. Da gibt es bessere Mechanismen für. Genau, also wie gesagt, der relevante Aspekt ist es halt, dass jetzt in unserem Backbone die entsprechenden Netzwerkinterfaces auf den Maschinen, die haben jetzt keine Namen, in denen irgendwelche Bezeichnungen von Örtlichkeiten drinstecken, sie sind einfach durchnummeriert und irgendwo wird eben dieses Mapping gebaut, was dann halt die einzelnen Lokalitäten auf diese technischen Domänen mappt. Auf einer Karte sieht es dann so aus, wir haben einmal die feingranularen Grenzen, ich hoffe, ihr könnt es jetzt richtig erkennen auf dem Beamer, da sieht man so ein bisschen die Ortsgrenzen, vor allem in Durlach jetzt sieht man das gut. Alles, was dieselbe Farbe hat, ist dieselbe technische Domäne, wohingegen alles, was so quasi in einem von den Bereichen ist, ist dann eine örtliche Domäne, die man tatsächlich auch auswählen und anklicken kann. Und nur was dieselbe Farbe hat, mescht dann miteinander. Man kann sich vorstellen, bei dem Gebiet und bei den mehreren Communities, die wir da versorgen, ist die Anzahl der Domänen
ganz schön gewachsen. Wir haben euch mal eine kompakte Liste vorbereitet an Domänen, die wir so bereitstellen. Und dann sagen, das Auswahlmenü ist dadurch halt relativ unübersichtlich, aber das ist halt ein UI-Problem, was man sicherlich irgendwie behoben kriegt. Zum Beispiel mit einer Suchfunktion oder mit einer Vorauswahl, ob man jetzt Karlsruhe haben will oder Ortenau. Da arbeiten wir aber auch schon dran, dass man das irgendwie besser lösen kann. Die Frage, die man sich natürlich noch danach stellt, ist, jetzt hat man diese ganzen alten Knoten und muss die irgendwie in das Domänenkonzept überführen, weil man hat ja bei den alten Knoten nur Geopositionsdaten. Und dafür haben wir uns dann bei einem Paket, das Freifunk Darmstadt entwickelt hat, bedient. Das ist der Domain Director oder Domain Director. Das ist eine Serveranwendung, die bei uns auf einem Server in unserem Backend läuft, die zusammen mit einem Gluon-Paket auf dem Knoten arbeitet und die funktioniert, indem sich ein Knoten bei diesem Director meldet mit seiner Position. Und der Director kann dann quasi den Domänen-Switch von alter Legacy-Infrastruktur koordiniert auf die neue Infrastruktur machen. Genau. Und ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass jetzt halt bestehende Meshes dabei nicht kaputt gehen. Deshalb läuft das Ganze generell so ab, dass halt, also nachdem wir das Firmware-Update ausgerollt haben, dass das Gluon-Package halt beinhaltet, wartet man einen gewissen Zeitraum, um halt jedem Knoten die Möglichkeit zu geben, sich abzudaten und sich halt dann beim Domain-Director zu melden. Ich meine, es gibt ja mal Knoten, die sind eine Zeit lang offline, also haben wir dann eine gewisse Zeit halt vergehen lassen. Und irgendwann sagt man an den Punkt, okay, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wir halt die Meshes in der Vollständigkeit kennen. Und dann können wir halt eben eine Entscheidung treffen, entweder manuell oder auch automatisch eben basierend auf den Geodaten, die wir bekommen. Und können den Knoten dann einen Zeitpunkt mitteilen, eine Domain, in die sie wechseln sollen. Und dann kann man halt mit gewissem Vorlauf, den man halt sich frei aussuchen kann, den Knoten ein Zeitintervall übermitteln, in dem dieser Switch passieren soll. Genau, und deshalb ist es halt auch nicht so schlimm, wenn mal für einen kurzen Moment dann die Meshes auseinanderfallen, wenn jetzt die Uhren nicht synchron sind oder sonst irgendwas. Ja, weil die Entscheidung wird dann halt schon vorher auf den Knoten hinterlegt. Zu Zeitpunkt X wird dann der Switch gemacht und ja, dann sollte innerhalb kurzer Zeit das Mesh auch wieder aufrecht erhalten werden. Wir haben auch deswegen NTP-Server bei uns im Netz bereitgestellt, dass die Knoten immer über eine aktuelle Zeit verfügen, sobald sie online sind. Das sieht dann bei uns im Admin-Interface so aus. Wir haben durchnummerierte Meshes, sehen, in welchem Bereich unseres Domain-Codes befinden sie sich. Und wir haben dahinter die Unix-System-Time, wo dieses Mesh wechseln soll in die entsprechende Domäne. Und wir sehen da unten, wie der Knoten geantwortet hat, welche Switch-Time er hat, welche Domäne er sich gemerkt hat und wann er zum letzten Mal gequeried hat. So kann man halt Domänen direkt auf den Knoten managen, ohne dass Genau, ursprünglich war es halt so, dass dieser Service, dass man eine globale Einstellung hatte, einen Zeitpunkt festgelegt hat und zu dem Zeitpunkt alle Knoten halt in die richtige Domäne geswitcht worden. Wir selber haben dann eben einen kleinen Patch beigesteuert, sodass man die Meshes auch einzeln migrieren kann. Das heißt, wir haben dann halt, weil wir es ja nicht eilig haben, nach und nach dann geguckt, erstmal angefangen mit kleinen Meshes, die zu migrieren, klappt das alles und haben dann nach und nach im Prinzip auch größere Meshes freigeschaltet, die Switch-Time festgelegt und das eben Stück für Stück das Netz migriert, dass man halt auch einen Backup-Plan hat, falls dann irgendwas schief geht und nicht auf einmal das komplette Netz offline ist. Genau, es ist auch so, dass man da an der Stelle quasi mit Darmstadt ein bisschen zusammengearbeitet hat, auch ein bisschen Rücksprache gehalten hat, wie man das Ganze aufbauen möchte und sich so quasi gegenseitig bei der Entwicklung dieses Domain Directors geholfen hat, sodass es gar nicht so ein richtiges Einzelprojekt war. Nur die Darmstädter haben es dann gestartet und also da haben den großen Beitrag geleistet. Genau, und wir haben quasi mit Pull Requests unsere Features hinterher gepatcht. Genau. Jetzt haben wir über die Firmware, beziehungsweise haben wir über unsere Domain geredet. Jetzt kommen wir erstmal zu den Geräten. Denn ist der RAM mal wieder zu klein, löte einfach einen neuen rein. Doch ach du Schreck, es ist geschehen. Das Upgrade, es scheint nicht zu gehen. Der Router tot, das Mesh erlischt. Alles, wenn man die Empfehlung nicht auffrischt. Genau, ja, wir kommen zum Thema Geräte, beziehungsweise gute Geräte. Wir haben uns jetzt ein bisschen am SPD-Jargon orientiert und nennen das gute Gerätegesetz, was eigentlich nur die Erkenntnis ist, dass Freifunk ist halt maximal so gut wie seine Knoten, ja, wie die Geräte, die das WLAN letzten Endes ausstrahlen. Und ich habe versucht, so ein gewisses, eine Metapher zu finden. Sag mal, wenn man jetzt 2003 oder 2004, ich weiß nicht ganz genau, wenn man sich jetzt World of Warcraft damals gekauft hat, dann gab es halt irgendwelche Anforderungen für eine Hardware, auf dem dieses Spiel läuft. So, das ist dann alles gut und schön, jetzt sind wir 15 Jahre weiter, das Spiel gibt es immer noch. Aber es würde ja auch heutzutage niemand auf die Idee kommen, dass quasi der aktuelle Stand des Spiels noch 1:1 auf der Hardware von damals läuft. Ja? Und so ein bisschen kann man das eben auch auf den Firmastand von Freifunk übertragen.
Damals war so eine gewisse Gerätemittelklasse, auf der das Ganze entstanden ist, Geräte mit 4 MB Flash und 32 MB RAM. Ne? Also Flash ist halt der Speicher, in den die Firma halt geschrieben wird, und der RAM ist halt der Arbeitsspeicher von dem Gerät. Und es ist halt heute noch so, dass es eben noch viele von diesen alten Knoten gibt und die auch teilweise noch eingesetzt werden. Aber das Ganze gibt einem halt so einen gewissen Rahmen, in dem man arbeiten kann, und man muss da mal sehr viel Aufwand reinstecken, um da kompatibel zu bleiben. Und letzten Endes, was damals Mittel war, liegt halt unserer Meinung nach oder unserer Sicht der Dinge heutzutage unter den Mindestanforderungen. Ja? Und wir würden eben gerne davon wegkommen, um, sagen wir, einfach zukunftsfähiger aufgestellt zu sein. So, und jetzt, wenn wir ein bisschen jetzt davon von der technischen Seite wegkommen und sagen, ja gut, RAM und Flash ist doch egal, die Geräte tun es ja, dann ist es immer noch so, dass halt die Geräte, die, sagen wir, in diese Leistungsklasse fallen, haben halt immer noch shitty WLAN. Ich meine, auch das WLAN ist halt, was weiß ich, von 2010 oder sowas, ist dann irgendein WLAN-N auf 2,4 Gigahertz. Und selbst wenn das Gerät noch tut und die Firma läuft, gutes WLAN und WLAN, was halt Spaß macht, ist einfach was anderes. Und deshalb vertreten wir so ein bisschen die Meinung, dass, dass diese Ausrichtung auf diese alten Geräte und dass man eben kompatibel bleiben will, halt einfach sehr viele Ressourcen irgendwie verbraucht, was in die Entwicklung fließt, was man vielleicht eher neue Features stecken könnte. Und eben auch Potenzial von Freifunk nimmt, weil wenn man jetzt heute noch hingeht und diese Geräte aufstellt, dann macht das Netz von vornherein keinen Spaß, und wir haben vorhin gesagt, ja, soll sich ein bisschen wie sein Heimatnetz anfühlen. Soll Premium sein. Genau, und es soll halt Premium sein, man soll nicht denken, oh kacke, ich hänge schon wieder im Freifunk. Genau, aber natürlich genau. Haben auch die alten Geräte noch ihren Daseinsberechtigungen. Zum Beispiel an Silvester kann man da wunderbar Wunderkerzen dran machen, ist sehr, sehr angenehm. Böller kann ich nicht empfehlen. Wie setzen wir das in Karlsruhe um mit den guten Geräten? Eben wegen dieser Diskrepanz zwischen der Mindestanforderung, die so ein Gerät hat, und der Empfehlung, die man letztendlich rausgibt. Letztendlich ist das wie bei einem Spiel, ja, man gibt eine Mindestanforderung und es gibt dann die empfohlene Variante, auf der das Spiel auch Spaß macht zu spielen. Deswegen haben wir seit langem schon, bevor wir sogar unsere Webseite gelauncht haben, keine Empfehlung für 4,32 Geräte, eben 4 MB Flash, 32 MB RAM gegeben. Seit kurzem gibt es auch keine Factory Images mehr. Die kannst du einfach nicht mehr runterladen, es sei denn, du compilst sie selbst. Das machen tatsächlich Leute, da sind wir mal menschlich enttäuscht von diesen Leuten. Weil die Zeit, die man reinsteckt, die könnte man auch in den Kauf eines neuen Geräts. Nein. Und in Zukunft gibt es bei uns auch ein Skript, das verhindert, dass sich neue 4,32 Geräte mit dem VPN von uns verbinden können und das eben nach kurzer Zeit wieder aus unserem VPN rauswirft. Jo. Kommen wir zu Firmware, IBSS und Batman V14. Mit den Updates sollte man es nicht überstürzen. Wie sieht gute Firmware aus? Genau. Ja, wie viele andere Freifunk-Communities setzen wir auf Gluon. Das ist im Prinzip so ein Gemeinschaftseffort für ein Router-Betriebssystem, was auf OpenWRT basiert. Und bei uns findet da jetzt keine Entwicklung in der Community statt für das Gluon. Wir benutzen es aber eben sehr gern und halten uns auch relativ nah an das, was eben Gluon als Feature-Satz mitbringt. Also wir nutzen im Prinzip mehr oder weniger Vanilla Gluon. Wir nutzen auch die Standardmechanismen, die bereitgestellt werden. Also was weiß ich, so ein FastD, es wird jetzt nicht versucht, durch irgendeine andere fancy Lösung zu ersetzen oder sowas, sondern wir nehmen halt das, was die Firma als Fähigkeiten mitbringt, was halt eben dazu führt, dass wir weniger Pakete haben, weniger Altlasten und eben auch einfacher Updates durchführen können. So, da wir jetzt halt auch nicht großartig Entwicklung betreiben und einfach, wenn wir ein Update machen, einfach nur mal testen müssen, bauen wir das Ganze auch ausschließlich in der CI. In einem reproduzierbaren Bildumgebung. So, das ist zwar jetzt nicht extrem schnell, ja, aber es ist halt reproduzierbar und das ist für uns halt wichtiger, damit wir im Zweifelsfall einfach durch die Änderungen, zum Beispiel der Gluon-Version unserer Repo, einen Push, einfach eine fertige Version hinten rauskriegen, die wir testen können. Ja, und jetzt eben dieser Vorgang halt nicht noch irgendwie Friction hat und man verschiedene Dinge beachten muss oder erst die richtige Person poken muss, dass sie ihren Bildserver wieder hochfährt. Wir warten lieber 2 Stunden länger, bis die Firma fertig ist, und dafür ist der ganze Prozess halt eher seamless. Genau. Das Ganze sorgt natürlich auch für gute Updates, denn man kann so relativ schnell und unproblematisch Firmware-Updates ausrollen. Es gibt, sagen wir mal, auch eine geringe Time-to-Market, bis wir, so bescheuert es klingt, bis wir die neuen Gluon-Versionen dann auch in der Community anbieten können. Was unglaublich gut ist, weil wir können so auch Support für neue Geräte bereitstellen, die man in anderen Communities fast nicht erwerben kann, weil da die Gluon-Version immer noch auf irgendeiner alten Version festhängt, weil man in irgendwelchen Altlasten festhängt.
Ein besonderer Dank geht da auch an Freifunk Darmstadt raus. Die sind nämlich kräftig dabei, irgendwie durch die Elektronikmärkte zu gehen, sich anzugucken, welche Router gibt es da, sich am Abend wieder hinzusetzen, zu googeln, welche Chipsätze haben die und dann entsprechend die Geräte zu kaufen, die wahrscheinlich über eine gute Verfügbarkeit von Open-Source-Treibern verfügen und diese eben dann zu portieren. Dazu gab es eigentlich im Anschluss einen Vortrag, der ist leider abgesagt wegen Krankheit, kann man, ja, schade, aber die leisten auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit darin und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, Geräte zu empfehlen, die man in jedem Mediamarkt, Saturn oder sonst was bekommen kann. Und damit sehen wir uns auch gerüstet für den Generationswechsel, eben die 432 Geräte langsam ausfaden zu lassen und mit der nächsten Generation an Freifunkgeräten die nächsten 5 Jahre Leuten glückliches Freifunk zu versorgen. Genau, das ist halt wirklich ein großer Punkt, weil ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber was weiß ich, vor einem Jahr, vor anderthalb war es wirklich so, wenn jemand zu unserem Treffen kam und gefragt hat, ja, was soll ich kaufen, dann hat man eher lange Gesichter geschaut und ja, es gab dann halt 2, 3 Geräte, aber dann bitte nur in V3 und nicht V4 oder sonst irgendwas. Das war alles relativ blöd und sagen wir mal, in Mediamarkt mal gehen und einfach was aus dem Regal nehmen und zu wissen, das funktioniert, das war halt einfach kaum denkbar. Ja, also nur nochmal hervorheben, was für ein großer Beitrag das auch ist und was man da für neue Möglichkeiten hat. Deswegen zu den guten Updates. Sind Updates eher nicht so deins, läuft dein Freifunk noch auf 841? Dann gibt es natürlich auch cute Geräte, das sieht dann so aus, frisch portiert mit Gluon drauf. Ah. Ja, kommen wir zu Colocation und Diensten, die wir anbieten. Genau, also was man einfach feststellen muss, ja, wir haben jetzt gesehen, Domain, das war jetzt eher auf einer, ja, auf einer konzeptionellen Ebene. Wir haben jetzt gesehen, wie sieht es bei den Geräten aus und wie stehen wir dazu. Und jetzt wollen wir ein bisschen halt eher auf das eingehen, was im Hintergrund läuft. Und was man einfach mal feststellen muss, freie Netze erfordern einfach Infrastruktur. Und es ist nicht damit getan, irgendwie 1, 2 Router hinzustellen, sondern genau, es gibt halt noch viele weitere Dinge, die halt da benötigt würden. Ne? Also Router, Switches, Server, Kabel- und Fibersalat, man kennt das. Genau, und dafür betreiben wir zum Beispiel ein Proxmox VM-Cluster, wo dann eben verschiedene Dienste drauflaufen, ja, die halt so drumherum gebraucht werden von GitLab, ein Forum, ein Mesh-Viewer, also ja, was man halt alles so braucht. Und was man da halt einfach feststellen muss, vor allem sollte das selber machen, es erfordert halt einfach Aufwand. Also je mehr Services man hat und desto größer der Hardware-Pool dahinter ist, desto mehr Manpower braucht man einfach, um das alles am Funktionieren zu halten und nach Möglichkeit auch up-to-date zu halten. Aber einen wirklichen Weg rum geht es halt nicht, weil es eben, wie gesagt, mit einem einzelnen Router auch nicht getan ist. Dafür ermöglicht die Colocation einem aber auch unglaubliche Flexibilität in dem, was man tut, denn viele Dienste, die wir jetzt in Karlsruhe gebaut haben, wären mit 0815-Hostern irgendwo in Falkenstein oder in Paris nicht möglich. Zum Beispiel bieten wir in unserer Colocation natives NAT64 DNS64 vor, wir haben verschiedene eigene VLANs, wir haben einen eigenen IP-Space, wir können eben zum Beispiel auch über unseren eigenen IP-Space mit unseren eigenen Routern Load Balancing betreiben auf verschiedenen Services. Und das Ganze ist natürlich auch lokal, es steht hier in Karlsruhe sehr, sehr nah an den Nutzern. Und ja, wenn man den ganzen Stack halt in der Hand hat, ermöglicht einem das eine unglaubliche Flexibilität. Genau. Ich zeige jetzt gerne mal ein Bild von unserer Colocation. Also so sieht das aus, garantiert taubenfrei. Ganz oben seht ihr unseren Router-Stack, da unten drunter ist unser Blade Center, in dem unsere Gateway-Server laufen. Und ganz unten seht ihr nochmal unseren Proxmox VM-Cluster. Jo, ich habe gesagt, wir haben den ganzen Stack in der Hand. Oh Gott. ja, geht dein VPN noch nach Schweden? Hat deine Community quasi aufgegeben? Genau, herzlich willkommen AS 2023-29, Delivering Bits to the Region Mittlerer Oberrhein since 2018. Genau, wir haben immer unser eigenes AS, wir bauen unser eigenes Backbone auf und auch hier gilt, wie in anderen Aspekten auch, Local is King. Ja, es ist halt schön, wenn der Traffic einfach keine Ehrenrunde über Falkenstein oder Paris drehen muss, sondern man halt alles selber in einer Hand und zentral hat. Das Backbone, man könnte jetzt sagen, aus Sicht von einem Freifunknetz ist halt das Backbone betreiben, ja, man bringt irgendwie Zentralität da rein in einer Welt, die eigentlich dezentral sein müsste. Das steht für uns jetzt aber nicht im Widerspruch, weil man diese Dezentralität, also den Dezentralitätsgedanken, den kann man jetzt nicht nur auf das Freifunknetz an sich beziehen, sondern auch auf das Internet. Ja? Und das ist eigentlich eine ziemliche Errungenschaft,
dass man eben auch als ein kleiner Verein die Möglichkeit hat, im großen Internet irgendwie mitzuspielen. Und deshalb war uns das auch ein Anliegen, dass wir da selber mitspielen und dazu halt eben zur Dezentralität und Diversität im Internet selbst beitragen, indem wir halt ein für uns auch sehr dezentral aufgebautes Netz betreiben. Genau, und da gibt es ein paar schöne Nebenaspekte. Also gut, einmal, wir haben unseren eigenen IP-Space, das hatten wir eben schon angesprochen. Aber darüber hinaus werden halt auch unabhängiger von einzelnen Anbietern. Also wenn jetzt halt 0815-Host da irgendwie eine Outage hat oder sowas und der Uplink weg ist, dann war das halt früher ein Totalausfall. Und jetzt, wenn halt mal einer der Upstreams einen Ausfall hat, dann haben wir noch andere, über die der Traffic geroutet werden kann. Genau, und bringen dann so ein paar Nebeneffekte mit. Zum Beispiel, wenn man einen Speedtest macht und der Vereinsname relativ sperrig ist. Ja, vielleicht ein bisschen was Technisches dazu, wie sieht das bei uns gerade aus? Das Netz ist tatsächlich gar nicht so groß, was wir gebaut haben, und das ist jetzt auch nur eine schematische Übersicht, wie das bei uns aussieht. Wir haben, kann man das sehen, ganz auf von euch aus linken Seite unsere GWBATs. GWBATs sind unsere Batman-Gateways, die haben wir jetzt exemplarisch für unsere Co-Location genommen, die da redundant an unseren beiden Core-Routern hier im Standort in der Lorenzstraße dranhängen. Und wir haben zwei redundante Core-Router, die auch redundant über Upstreams hier verfügen. Zusätzlich haben wir am KIT Campus Süd im Steinbruch Center for Computing einen Node stehen, der uns dort mit Upstream versorgt. Und wir haben in Frankfurt einen kleinen Edge stehen, der uns eben dort auch mit nochmal redundantem Upstream versorgt. Ist relativ klein und schnucklig, aber es sorgt eben durch Redundanz auch dafür, dass wir eigentlich immer online sind, auch wenn jemand aus Versehen mal einen Link gezogen hat. Genau. Ja, das so zur groben Struktur. Jetzt gehen wir nochmal weiter zum Thema Automatisierung. Genau, also vor 2,5 Jahren ungefähr, ich glaube es war zur Weihnachtszeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist hier mal quasi das komplette Backend abgeraucht und da wurde halt eben angefangen, das Ganze neu zu bauen auf eine Automatisierungslösung, die halt, weil es von anderen Communities auch eingesetzt wird, SaltStack ist. Genau, Herbert hat dann damals angefangen, Freifunk Karlsruhe im Prinzip in SaltStack zu gießen, der dann zu großen Teilen auf der Arbeit anderer Communities basierte, die das halt schon genutzt haben. Genau, damals haben wir halt eher abgeschrieben, mittlerweile ist es halt schon so, dass auch Dinge wieder von uns zurückfließen an die anderen Communities und wir mittlerweile halt auch eigene Beiträge leisten, eigene sogenannte States, die halt, was weiß ich, irgendwie Pakete installieren, irgendwas ausrollen. Etc. Genau, dabei bilden wir komplett unsere Kernsysteme ab. Das heißt, es gibt keinen Dienst, der von uns betrieben wird, der nicht irgendwie aus unserem SaltStack generiert wurde, aufgesetzt wurde oder sonst wie verändert wurde. Von Handfrickeln haben wir gelernt, das geht schief, spätestens, wenn man das nächste Mal den SaltStack drüber rollt. Man muss einfach dazu sagen, der SaltStack von FFK ist jetzt nicht irgendwie innovativ oder super geil, schreibt alle davon ab, Beste wo gibt, sondern der funktioniert halt einfach. Und das ist soweit, wie wir es halt verstehen, wir machen das beide nicht beruflich. Und dementsprechend ist das unser Hobby. Und dafür ist es erstaunlich gut geworden. Genau, wie gesagt, also das heißt nicht, dass keine Arbeit da reinfließt, aber man versucht schon ganz schöne Wochenenden reingeflossen in diesen SaltStack, aber... Genau, und man versucht mal den Grad halt zu finden zwischen, es ist pragmatisch, es funktioniert, geht nicht an jeder Ecke kaputt und es ist halt jetzt nicht ultra viel Aufwand und man bildet Fälle ab, die wahrscheinlich niemals eintreten werden. Genau. Wir haben auch so ein paar Kuriositäten in den letzten anderthalb Jahren hervorgebracht. Das eine ist unser Gluon-Paket FFK India Client PSK. Wir haben ein paar Freifunkknoten mit für eine Kunstausstellung für Open Codes in Mumbai genommen. Nun ist es in Indien so, dass da freies WLAN absolut verboten ist unter sehr hohen Strafen. Deswegen haben wir einfach eine WPA2 Pathways in das Freifunk integriert. Eben freigeschaltet nur für bestimmte Knoten, die sich in Indien befinden. Dort ist dann das Passwort für Freifunk Freifunk. Also wenn ihr durch Indien lauft und ihr seht karlsruhe.unfreifunk.net, probiert dieses Passwort und ihr habt deutsches Netz. Genau. Und wir haben unser Konzept, ein Konzept namens Freifunk DSL ausprobiert. Wie ihr wisst, wir haben im Entropia einen DSLAM stehen, deswegen fanden wir das lustig. Weil es bestimmte Fritzboxen gibt, die mittlerweile Freifunk-Support haben, da auch mal vielleicht ein Freifunk-DSL-Vorleistungsprodukt zu bestellen, also Layer-2-Transport oder so, und dann eben ohne VPN direkt Freifunk aus der THE-Dose zu haben. Das hat auch funktioniert, leider hat dann aber der GPL-Treiber versagt von dieser Fritzbox und wir müssen da noch ein bisschen weiter nachbohren, bis wir einen funktionierenden GPL-Treiber haben und kein unfreies Modem mehr dazwischen hängen müssen.
Genau. Dann kommen wir noch dazu, was wir die nächsten anderthalb Jahre so vorhaben. Da gibt es eine ganz große Word Cloud. Uff. Genau, also es gibt sehr viel zu tun. Wir wollen jetzt nicht hier alles davon im Detail erzählen, aber man kann ein paar Themen mal aufgreifen. Zum Beispiel, also jetzt auf ganz breit auf der To-Liste steht das Thema Monitoring. Wir haben halt jetzt im letzten halben Jahr das Backbone aufgebaut, vieles neu gebaut, die Basisinfrastruktur fürs Freifunknetz neu aufgezogen. Und genau, als nächstes wäre halt mal das Thema Monitoring dran, dass wir halt auch mitkriegen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ist nicht so, dass da jetzt gar nichts ist, aber es gibt halt deutlich modernere und leistungsfähigere Ansätze, die wir halt gerne ausprobieren können. Wir haben viele Dienste, die nicht direkt, sondern nur indirekt monitort sind. Dann sehen wir zum Beispiel, dass irgendwo der Traffic wegbricht, weil wir sehen nicht, warum bricht er weg. Also was müssten wir noch bauen. Und das macht, glaube ich, auch viel Spaß. Da laden wir auch herzlich ein, da mitzumachen, wer da Expertise hat. Wir haben auch, ihr habt es beim Aufbau der GPN mitbekommen, NAT64 und DNS64 gebaut und ausprobiert in verschiedenen Güteklassen. Teilweise nicht so gut, teilweise sehr gut. Wir haben da verschiedene Technologien ausprobiert. Das muss auf jeden Fall noch weitergemacht werden. Wir wollen unser Backbone natürlich erweitern. Wir suchen weitere Upstreams. Zum Beispiel wollen wir uns noch an den BWX, das ist ein lokaler Internet-Exchange hier in Karlsruhe, anschließen. Wir wollen auch sonstige lokale Provider noch fragen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, zu peeren oder Upstream zu finden oder eben Co-Location dort zu bekommen, um möglichst auch Standort, richtig standortrelevant zu werden. Ihr seht, wir haben ja im KIT zwar einen Router stehen, aber das ist kein richtiger Standort von uns, sodass wir nicht abhängig sind von nur einer Co-Location. Genau, darüber hinaus wollen wir auch was lernen und uns nochmal mit anderen weitergehenden Themen befassen, zum Beispiel das Stichpunkt Routing Security, APKI etc. Das wird bisher halt bei uns nicht gemacht, ist aber ein interessantes Thema, wo man sich halt mal ransetzen könnte. Dinge, Dienste für den Nutzer, Sicherheit für den Nutzer zu erhöhen, DNSSEC zum Beispiel auszurollen, sodass es eben für den Nutzer transparent funktioniert. Wir wollen unseren Salt Stack ein bisschen verbessern, wir wollen Dokumentation verbessern. Wir müssen Freifunk Westfalen zurzeit noch auf unserem Domain Versuch 1 als letzte Community festhängen, migrieren gemeinsam mit denen, die ja auch unser Netz mitnutzen. Dementsprechend, es gibt viel zu tun und wir laden euch herzlich mit ein, da mitzumachen. Ein paar Projekte wollen wir jetzt ein bisschen genauer angucken, nämlich unser Richtfunkprojekt, was ja letztendlich essentiell ist, um ein Wireless Community ISP zu werden. Aber vorher, ist die Antenne nicht auf dem Dach, ist der Richtfunk eher schwach. Und nur mit Backhaul via Licht ist die neue Strecke dann auch nicht. Genau, also wir hatten ja schon über unsere Ideen für ein Wireless Community ISP gesprochen. Wir würden halt eben gern die letzte Meile überwinden, wie wir es genannt haben. Und haben uns da eben auch schon mal konkrete Gedanken gemacht, hatten auch schon mal einen Förderantrag formuliert, um mal einen Startschuss zu setzen. Wie gesagt, wir wollen weg von den VPN-Tunnel, die Nutzer direkt erreichen und eine erste Ausbaustufe, die man halt mal pragmatisch umsetzen könnte, wo eben auch die Rahmenbedingungen geben Sinn, könnte ungefähr so aussehen. Genau, das ist ein Screenshot aus dem Antrag, den wir gemacht haben, beziehungsweise aus Google Maps. Kann ich eigentlich zeigen? Nee, kann ich nicht. Ihr seht einmal, hier unten ist das ZKM. Dort haben wir bereits Richtfunk-Hardware stehen im Testbetrieb. Und oben in der Nordstadt bei der Hochschule Karlsruhe gibt es ein Studentenwohnheim, wo wir auch die Möglichkeit haben, Dachzugang zu haben und wo wir eben auch das ZKM bzw. den Leuchtturm vom ZKM sehen können, wo die Richtfunkhardware steht. Und wir haben auf dem Unicampus die Möglichkeit, auf einem der Hochhäuser Richtfunkhardware hinzustellen. Und an allen drei Möglichkeiten gibt es eben Backhaul, wie von uns gewünscht. Und wir könnten es direkt mit unserem Backbone verbinden. Wie sieht denn unser Konzept genau aus? Wir wollen ein bisschen anders bauen und nicht da irgendwie lustige 841 mit drangelöteten Antennen verwenden, weil wir nicht glauben, dass das zielführend ist, sondern wir wollen versuchen, mit Vendor-Hardware die Richtfunkstrecken zu bauen und diese dann quasi als reines Layer-2-Transport zu begreifen und dann Custom-Software auf unseren Consumer-Premises-Equipment beziehungsweise auf Routing-Nodes zu verwenden. Und dass eben da die ganze Magie stattfindet und diese Richtfunkverbindungen dann irgendwann wegabstrahiert sind und wir sie vielleicht sogar irgendwann mal durch eine Fiber oder sowas ersetzen könnten. Wir wollen ein Transportnetz bauen, das ist IPv6-only mit kaskadierenden Prefix-Delegation und damit der letztendliche User hinter Freifunk dann wieder V4 hat, würden wir mit DNS64 und NAT64, deswegen ist das für uns ein großes Thema bereits jetzt im Backbone, und
464XLAT. Ich weiß, das sind jetzt viele Begriffe, die viel nicht sagen. Das ist ein Mechanismus, um eben aus einem reinen V6-Netz wieder V4-Konnektivität zu bekommen. Ja, mit dem würden wir arbeiten. Und das Ganze basiert auf einem Babel-Routing-Protokoll. Genau, wir haben das Ganze in Vagrant schon einmal geprototyped. Wir haben erstere Versuche mit den Richtfunkstrecken hier vom ZKM aus gemacht, aber im Augenblick haben wir uns eher darauf konzentriert, unser Backbone fertig zu bauen. Und leider hat das Richtfunkkonzept, was wir eigentlich wirklich sehr gerne umsetzen wollen, nicht ja, die hohe Priorität. Wir versuchen halt erstmal das bestehende Netz so gut es geht am Laufen zu halten. Wir wünschen uns halt, dass wir da vielleicht ein bisschen Unterstützung bekommen. Wem jetzt die Begriffe was sagen, kommt auf uns zu, redet mit uns. Wir freuen uns, wenn sich jemand findet, der da mitmachen möchte. Genau, das genau, Urteil. Genau, abschließend nochmal so eine kleine Bewertung, mal ein Fazit ziehen aus dem, was wir so gemacht haben. Also generell, man kann halt wirklich sagen, Freifunk ist das, was man daraus macht. Es gibt da verschiedene Ansätze, die man fahren kann, verschiedene Philosophien. Wir haben unseren Weg gefunden, der macht uns Spaß, der bringt aus unserer Perspektive einen Mehrwert. Und wir haben uns halt auf jeden Fall weiterentwickelt als Community und auch von der technischen Seite her. Wir haben auch gelernt, dass halt die Community, wenn man halt guckt und vielleicht auch gute Kontakte pflegt, auch viele Ressourcen bereithält. Also man kann voneinander profitieren und voneinander lernen. Und vor allem Wissen teilen, was echt enorm ist. In der Community, die wir haben, gibt es viel Wissen. Man muss nur mal gucken, wer hat es und am Ende... Wie kommt es zu einem? Also das ist wirklich gut. Genau. Zur Kommunikation zwischen Communities haben wir auch einiges gelernt. Also aus unserer Sicht gibt es da eben zwei Kategorien. Einmal die, mit denen es halt sehr gut klappt. Man steht in engem Austausch, man kann zusammenarbeiten, man hat so ein gegenseitiges Verständnis. Frei von grundlegend, aber auch so für die spezielleren Aspekte. Man kann sich eben austauschen und auch mal Dinge einfach mal durchgehen. Genau. Und hat eben nicht das Gefühl, auf zwei völlig verschiedenen Ansätzen zu... Genau, man kann auch Konzepte austauschen, unterhält sich darüber, ob das Konzept vielleicht beim anderen schon funktioniert hat. Und dann gibt es halt andere, die finden Austausch doof und die frickeln dann für sich selbst gerne rum. Ich meine, das muss man auch wissen. Da haben wir auch überhaupt nichts gegen, aber wir finden es ein bisschen schade, dass das, ja... Genau. Also, wir würden uns über weiteren Austausch freuen. Genau. Ja, und jetzt kann man natürlich noch die Frage stellen, wir haben uns unsere Vision vorgestellt, den Community-ISP, ist das noch Freifunk? Oder ist es vielleicht an der Zeit, sich einen neuen Namen zu suchen? Wir haben ja unsere Grundsätze am Anfang vorgestellt und im Prinzip gelten die halt auch für unsere weitere Vision. Aber konzeptionell bewegen wir uns natürlich schon ein bisschen von dem weg, was die Grundidee von Freifunk ist. Und da kann man auch gerne danach im Vortrag darüber diskutieren. Sollte man das unter diesem Namen verkaufen oder sollte man das vielleicht anders eigenständig sehen? Es geht halt tatsächlich dann weg von Fensterbank zu Fensterbank und wilde Meshes und hoffen, dass das Netz tut, hin zu einem geplanten Netz, das tatsächlich auch Menschen versorgen soll, eben gemeinsam geplant in Community-Hand. Dann natürlich kommen wir dazu, wie bringen wir uns ein? Wie könnt ihr euch einbringen? Als allererstes, wer noch keinen Knoten in Karlsruhe hat und jetzt hier in diesem Vortrag sitzt, ihr könnt einen Knoten aufstellen. Wir haben unseren super duper gluren Router-Shop mitgebracht und ihr könnt quasi Router zum Selbstkostenpreis bei uns kaufen. Ihr könnt Mitglied im VZFFN-RMO werden. Mitgliedsformulare haben wir auch mitgebracht. Die Aufnahmeprüfung ist es, den Namen fehlerfrei zu sagen. Was uns auch wichtig ist, ihr könnt euch politisch einbringen, wer vielleicht gute Kontakte zur Politik hat oder sich selbst politisch engagiert. Es gibt halt ungenutzte Ressourcen, zum Beispiel im Koalitionsvertrag hier in Baden-Württemberg steht, und es sind da halt Passagen drin, die sich auf Freifunk beziehen, aber es ist halt niemand wirklich dahinter, das dann auch einzufordern und deshalb tut sich nicht viel. Wir haben jetzt auch nicht so die riesen Ressourcen, um da was zu bewegen, wir würden uns halt freuen, da einfach Mitstreiter zu finden. Genau, Baden-Württemberg ist eines der wenigen Bundesländer, das noch keine kein Förderprogramm für Freifunk aufgesetzt hat. NRW hat ein sehr großes, Niedersachsen hat ein sehr großes. Es wäre wirklich schade, wenn das nicht hier in Baden-Württemberg klappen würde, weil man will ja eigentlich groß digital und mit großen digitalen Katzen werben. Genau. Community und Öffentlichkeitsarbeit ist auch was. Wir beide machen insbesondere viel im Backbone, aber es braucht halt auch Leute, die irgendwie nach draußen gehen, ein bisschen mit den Knotenbetreibern reden, darüber reden, wie läuft das Netz, wie ist ein bisschen Feedback einsammeln, Öffentlichkeitsarbeit machen. Onboarding Experience zu verbessern. Genau. Und letztendlich, ihr könnt euch natürlich auch in die Technik einbringen. Wir haben jetzt ultra viel technische Themen mitgebracht. Gateways, Backbone, Dienste, Richtfunk, all das
ist Arbeit und wir freuen uns, wenn wir da Hilfe haben. Deswegen sprecht uns an. Unsere E-Mail-Adresse ist info@karlsruhefreifunk.net. Ihr könnt uns twittern, @ffkarlsruhe. Und ihr könnt auch zu unseren Treffen vorbeikommen. Da erfahrt ihr mehr auf karlsruhefreifunk.net/kontakt. Ja, und dann noch danke für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf eine Diskussion. Wenn ihr die schönen Gedichte von Herbert auch so genossen habt wie ich, bringen wir demnächst die 101 Freifunkweisheiten als Buch raus, denn KWLA nicht AK-Lösung, wie man hier so schön sagt. Ja, danke schön. Genau. Genau. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, ich glaube, wir haben einen Harold da, der dann das Mikrofon rumreichen wird und stellt ruhig Fragen. Moin. Ihr habt Dinge im KIT stehen. Geht ihr da an irgendeiner Stelle übers DFN oder macht ihr es auf anderen Wegen? Wir gehen zu keiner Stelle übers DFN. Das ist alles über das Bellevue. Dieser Freifunk-Index 5.677 Euro, ich kannte das jetzt noch nicht. Was ist das für ein Ranking? Das ist, wie viel Geld ihr in 432-Geräte verschwendet habt. Ah, okay. Danke. Genau. Genau. Wir sind da, glaube ich, bundesweit auf Platz 11 mit Freifunk Karlsruhe. Spitzenreiter ist Freifunk Münsterland, die über 45.000 Euro im Freifunk-Ranking haben. Ich habe die Zahlen nicht da. Ich habe die anderen Zahlen gerade nicht da, aber ich glaube, auf freifunkranking.de kriegt ihr die aktuellen Balkendiagramme live berechnet aus den Mesh-Viewer-Daten der jeweiligen Communities. Dann noch eine Frage, wo wir gerade bei Geräten sind. Ihr habt da die Devolo E2000 irgendwas Geräte oder wie heißen? Ihr habt davon schon welche bei euch im Netz, soweit ich das gesehen habe. Sind die schon Gluon Upstream? Die sind noch nicht Gluon Upstream. Die sind, ich glaube, OpenWRT Upstream mittlerweile, aber noch nicht in Gluon. Da geht's, das wäre Thema im nächsten Talk gewesen von Blocktron. Da geht es um den ATH-Treiber, der von ATH 71XX auf ATH 79, glaube ich, wechselt. Es ist irgendwas sehr Technisches. Ich bin da auch nicht 100% drin. Die werden Gluon Upstream kommen, aber das dauert noch eine Weile. Bis jetzt gibt es die nur im Special Freifunk Karlsruhe Master Blend. Hallo. Ja. Ich habe eine Frage, wie viel kostet durchschnittlich Hardware so für eine Freifunk zum Einrichten oder monatliche Kosten mit Internet und so? Genau, also wie wir schon gesagt haben, wir wollen ein nicht kommerzielles freies Netz bauen. Das heißt, monatliche Kosten für dich, für die Nutzung von Freifunk fallen grundsätzlich nicht an. Du brauchst natürlich entweder halt einen eigenen Internetanschluss, an dem du dann deinen Freifunkknoten betreiben kannst oder Nachbar mit Freifunk. Das wäre diese Fensterbank-zu-Fensterbank-Idee. Ja, die Kosten für ein Gerät, du kannst auch gerne mal auf unsere Webseite schauen, da gibt es eine verschiedene Staffelung. Es gibt eben von günstig bis mittel zu, sagen wir mal, sehr hochqualitativ und da kann man gucken, was das Budget hergibt. Also die Devolos zum Beispiel, die sind halt um die 20 Euro, die sind halt Preis-Leistung momentan unschlagbar. Auch nicht zuletzt deshalb, weil der Hersteller die Bestände vermutlich loswerden will, weil dieses Experiment nicht so funktioniert hat. So eine Fritzbox 4040 zum Beispiel ist halt schon ein sehr schönes Gerät, was man im Laden, ich glaube, für 70 bis 80 Euro kaufen kann. Ja, aber wie gesagt, da gibt es eigentlich eine relativ gute Staffelung. Man kann schauen, wie viel man ausgeben möchte. Geräte im Einzelhandel kriegst du so ab 35 Euro. Wenn du guckst, ob du online kaufen willst, kannst du es auch mal auf unter 30 Euro drücken. Wenn du ein Gerät hast, das wir auch wirklich empfehlen, womit Freifunk auch Spaß macht, bist du in der Regel um die 50 Euro los. Eigentlich, ich wollte auch wissen, wie viel kostet Hardware für Freifunk einrichten in einer Stadt durchschnittlich, meine ich, mit allen Geräten und mit Verbindung irgendwo im Internet und so. Weil ihr steckt ja nur Freizeit, ja, und Software, wahrscheinlich freie Software. Aber wie viel kostet Geräte, Maschinen? Ach so, im Backbone ja. Hinten. Das kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Die meiste Hardware haben wir tatsächlich gespendet bekommen oder
kommt eben noch aus Privatbeständen. Teilweise haben wir auch Hardware neu angekauft. Unsere beiden Backbone-Router haben wir neu gekauft. Die liegen bei etwa 1200 Euro das Stück. Hätten wir alle Hardware selbst kaufen müssen, wären das etwa 7.000 bis 8.000 Euro gewesen, die da in der Co-Location stehen. Haben wir zum Glück nicht machen müssen, weil das alles gespendet wurde. Genau, es gibt ja auch andere Ansätze, also nicht jede Community hat das Glück, dass sie halt irgendwie lokale Co-Location kriegt, die auch eine Anbindung hat, mit der man was anfangen kann. Dann kann man eben auch monatlich Server mieten und da kommt dann einfach darauf an, was man hat und welche Dienste man anbieten will. Wenn man jetzt nur die Kerndienste hat, dann reichen vielleicht 3-4 größere Server. Wenn man jetzt die ganze Peripherie da drum noch hat, wie irgendwelche Foren, GitLab, Webserver und sowas, da kommt dann nochmal was dazu. Aber es lässt sich auch skalieren mit der Community-Größe. Also wenn ich jetzt halt 50 User im Netz habe, dann brauche ich keine 4 Server, die 100 Euro jeweils im Monat kosten. Dann kann ich immer klein anfangen und das halt hochskalieren. Also eine pauschale Aussage lässt sich halt schwierig treffen. Ja, man muss einfach schauen, wie es passt und kann da halt klein anfangen. Noch eine kurze Frage. Gibt es Möglichkeiten, in Ettlingen-Ort Freifunk zu verbinden oder ist das nur für Karlsruhe? Wir versorgen auch Ettlingen mit Freifunk tatsächlich. Es gibt auch relativ viele Freifunker, die aus Ettlingen kommen, hier aus Karlsruhe. Letztendlich ist Ettlingen ja auch sehr nah an Karlsruhe tatsächlich. Genau. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Wie viel Durchsatz kriegt man denn heute so hin mit einer aktuellen Hardware, wo ihr sagt, ihr könnt die empfehlen, so 50 Euro, was macht denn da der VPN-Tunnel, weil so, wenn ich mir so ältere angucke, 10 Megabit pro Sekunde, dann ist Schluss, was macht so ein 50-Euro-Teil heute? Die Durchsatzfrage ist immer die Gretchenfrage von Freifunk. Kommt immer darauf an, was du für ein VPN-Protokoll einsetzt. Wir in Karlsruhe setzen tatsächlich immer noch auf verschlüsseltes FASD, weil wir das eben als quasi Versprechen gegeben haben, dass wir immer auf ein verschlüsseltes VPN setzen. Und so eine Fritzbox 4040 liefert mit unserem Backbone irgendwas zwischen, ich sag mal, 60 und 70 Megabit, kommt immer drauf an. Also deine VDSL-50-Leistung kriegst du ausgelastet, die VDSL-100-Leitung nicht mehr. Wenn du bei der Telekom bist, kriegst du sie nicht so ausgelastet, wie wenn du einen Versatel-Anschluss hast. Also es sind ja immer viele Faktoren. Ja. Also wenn jemand eine Fiber nach Frankfurt hat, könnten wir brauchen. Was für eine Bandbreite wäre denn bei der Richtfunkstrecke zu erwarten? Wir haben bereits mehrere Richtfunkstrecken hier in Karlsruhe aufgebaut, alle hier vom ZKM aus. Die eine ist knapp 2,1 Kilometer entfernt, da kriegst du noch so um die 120 Mbit, das ist ein 5 GHz Ubiquiti, welche Prism Station, die wir da verwenden. Und auf der Gegenseite ist es eine Lightbeam. Wir haben aber auch eine Person, die wohnt relativ nah dran, da sind es nur 300 Meter, da kriegst du tatsächlich dann auch um die 400 Mbit direkt aus unserem Backbone. Genau, auf der einen Seite aber ein Point-to-Multipoint-Setup. Genau. Also, eine richtige, echte Richtfunkstrecke, kriegt man halt nochmal mehr durch, je nachdem, welche Frequenzen man halt auch nutzt. Gut, das ist dann wieder eine Lizenzfrage auch, ich kenne mich ja jetzt nicht im Detail aus, aber ja, also wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, nicht übermäßig viel, kriegt man da wahrscheinlich ein Gigabit hin, gerade auf die Entfernung, die man in der Stadt halt so hat, was ja nicht sonderlich weit ist. Über den Dächern ist das Spektrum tatsächlich auch relativ frei. Hier in Karlsruhe gibt es nicht so viele andere Anbieter, die Richtfunk machen. Man sieht da schon ab und zu einen, aber da ist gut Platz in der Luft. Könnt ihr irgendwas empfehlen an outdoor-tauglicher Hardware? Also mal abgesehen von Fritzbox in Ikea-Kiste oder so? Wir empfehlen, keine Fritzbox in die Ikea-Kiste zu tun. Das geht mit dir beim ersten Hagel kaputt. Nein, wenn du auf unsere Webseite guckst, wenn du was Günstiges haben möchtest, dann kannst du ein Ubiquiti AC Mesh kaufen oder AC Outdoor hießen die auch mal. Das ist so ein kleines Ding, das kann man um einen Mast spannen mit Zip-Ties, kostet um die 80 bis 100 Euro, je nachdem, wo du schaust. Kriegt auch gerichtete Antennen dafür, Sektorantennen, relativ günstig. Genau. Du kannst natürlich auch irgendwie, es gibt von Devolo jetzt einen mit Outdoor, der kostet aber um die 200 Euro. Wir haben Support für andere große Outdoor-Geräte, die wirklich auch wasserdicht sind bis zum geht nicht mehr. Aber da bist du auch dann 300 Euro los und das willst du ja in der Regel nicht. Vor allem, weil die Performance dann dieselbe ist, die auch aus dem AC-Mesh kommt.
Du hattest gesagt, bisher zwar die 4040 Fritzbox, gibt es auch für die 7000er-Reihe Support? Nein. Anderer Chipsatz. Okay, wenn das alle Fragen waren, dann ja, bedanke ich mich nochmal für die geile Lyrik. Das war nicht schlecht. Könnte man irgendwie so ein Twitter-Bot einbauen, der das immer so raushaut oder so. Oh, wenn das jemand hacken möchte, gerne. Ja. Mehr Freifunk-Lyrik. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr noch hier vorne und die Leute können nochmal kurz mit euch reden, irgendwie noch Router direkt jetzt kaufen, war auf die Kralle. Ja, wie gesagt, wir haben den Shop mit auf der GPN. Wenn jetzt die hier vorne nicht mehr reichen, wir haben noch reichlich da. Cool, dann nochmal vielen Dank. Ja. Dann nochmal Applaus zum Schluss und dann. Ja. Wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß auf der GPN.